So, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Most Wanted Gameplay. Diesmal ist es eine einfache Tempo Ding. Mein Ziel ist es 152 km/h zu erreichen. Ach scheiße, ja so geht das nicht. Mit einem diesem SUV, also mit diesem kleinen SUV, mit diesem Pickup hier, der noch überhaupt keine Erweiterungen hat, weder Nieten und sonst irgendwas. Und mit dem ersten Unfall wird es natürlich schwer, jetzt die 152 auch zu erreichen. Ich gebe mir aber Mühe. Ich denke, boah, das ist gleich. Ich habe vorhin noch einen Königsegg gefahren und jetzt hat das Pickup, das ist. Naja, es ist ein bisschen ein merkwürdiges Gefühl, jetzt mit diesem langsamen Teil hier zu fahren. 25 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. 136 wäre das nächste Ziel, wäre Silber. Aber ich möchte schon Gold, ich möchte Gold. Ich gebe mich nicht zufrieden mit Silber. Also komm schon, da liegt doch noch was drin in diesem Auto. Oh, die Kurve mit da. Auch wenn es nur ein Spiel ist, man merkt, wie schwer das dieses Auto eigentlich ist. Das Gewicht, das in der Kurve auf die ganze Last da liegt. Schaffen wir doch noch Gold. Jetzt ein bisschen Gas gibt hier. 3 km/h, ja, das sollte zu schaffen sein. 58 mit Durchschnittsgeschwindigkeit. Ja, das sollte machbar sein. Im Moment bin ich im Goldbereich mit einem Unfall. Also ich muss auch sagen, das Rennen ist leicht eingestuft. Also wenn ich hier nicht Gold mache, dann kommt das fast ein bisschen peinlich. Halb Kilometer, aber wir haben noch einen Kurven vor uns, bei denen wir nicht 180 ziemlich rasant unterwegs. Geschwindigkeit im Moment mit 162 und dann der letzte Kontrollpunkt, die letzten zwei Kontrollpunkte noch 500 Meter bis zum Ziel. Das Ziel sieht man schon im Moment, die Durchschnittsgeschwindigkeit von 164 km/h und okay. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 165 km/h erreiche ich hier das Ziel und lande auf Platz 1. Ja. Was habe ich hier? Geländereifen. Sehr schön. Und den Nitrobrenner. Na, Gott sei Dank. Denn, hoppala. Denn ohne Nitro hat die Karre gar nichts im Kasten. Und das ist ein großer Kasten. Gleich mal einbauen und hoppala, einbauen, Geländereifen und Nitro. Gut, dann für das nächste Rennen muss ich Ziel festlegen. Ich fahre mal schnell dahin. 4,1 km und wenn ich da bin, denke ich, ich denke eine neue Aufnahme. Schnell. Ein Rennen über Aufnahme habe, auch wenn das sehr kurze Aufnahmen sind, aber lieber kurze Aufnahmen als lange, die langweilig sind. Jetzt gleich mal schauen. Was habe ich noch? Gut, jetzt habe ich die Nitro genommen. Okay, schon ein bisschen besser hier. Also, ich schaffe es bestimmt auf 250. Oh mein Gott. Eieiei. Aber das Nitro geht rasch weg. Also schon cool, so ein riesen Auto zu fahren hier. Das nicht mehr so toll aussieht. 2 km bis zum Ziel. Schauen, dass uns die Polizei nicht noch erwischt. Sonst geht es noch ein Weilchen, bis wir das Rennen starten können. Ach, ja, toll, das ist ein Problem. Aber der ist eine zweite Fahrt vielleicht. Verstanden, Einsatzleitung genehmigt, Code 3, Info an alle Einheiten. Hoppala. Also mal sehen. Ach, ich hab's schon abgehängt. Gut. Jetzt sind wir 1,6 km entfernt, weil ich ein bisschen die Gegend schon gefahren bin. Und da wäre eine Garage gewesen, hätte ich das Auto ein bisschen, naja. Sieht nicht mehr so toll aus, egal. Schnell zum Event fahren.
Das ist schwere Karte. Ich hoffe, sie siegen so ein so Event, so Hügel und Dinge so mit diesem Auto. Da gibt es eine spezielle Rechte. Also das wird auch mal so ein so mit diesem Auto, da musst du schon über Erdhaufen so. So, jetzt sind wir gleich da. Und da vorne ist. Also dann sehen wir uns gleich beim nächsten Mal mit diesem Rennen. Bis dann in der nächsten Folge. Videos mit Most Wanted Gameplay. Tschüss.